damit einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr im Hintergrund sehen könnt, befinden wir uns heute wieder im Moviepark Germany. Und wir schauen, was hat sich zu unserem letzten Besuch verändert. Ist mittlerweile auch schon über 2 Monate her. Und was ich auf jeden Fall schon gesehen habe, es gibt jetzt endlich für diesen Refill-Becher diese 2 eigenentwickelten Sorten für den Moviepark, die ich ja im letzten Video vermisst habe. Zusätzlich gibt es eine ganz neue Zaubershow und die werden wir uns natürlich auch anschauen. Die Jetski-Show haben wir auch noch nicht gesehen, die schauen wir uns auch gleich noch an. Und seid auf jeden Fall gespannt, was wir alles heute so erleben werden. Bleibt also dran, bis gleich von einer nächsten Attraktion oder schon einer nächsten Show-Attraktion, sage ich mal. Und seid auf jeden Fall gespannt. So, wir haben uns gerade in der Bakery, haben wir den Refillbecher wieder reaktiviert, kostet 11 Euro. Und dann habt ihr auch gerade noch diese Powerbanks gesehen auf dieser Ladestation. Da kann man für eine Stunde sein Handy gratis laden. Man muss so einen QR-Code einscannen und dann kann man sich da eine Powerbank runternehmen. Ich gehe mal davon aus, die nächsten weiteren Minuten, Stunden, die kosten dann was. Ich erforsche das später mal in unserer Pause. Habe ich auf jeden Fall jetzt auch das erste Mal erst gesehen. Und ist auf jeden Fall cool, wenn man mal, so wie wir, Kamera leer, Handy leer oder was auch immer. Oder man muss mal dringend jemanden anrufen, Handy ist leer, kann man das da aufladen für eine Stunde, ist auf jeden Fall sehr gut. Und wir werden jetzt erstmal hier beim Hollywood Snack uns erstmal eine von den neuen Sorten anschauen, die beim letzten Mal noch nicht da waren. Und jetzt hängen hier oben auch extra Schilder, dass man es auch weiß. Und hier sehen wir auch direkt schon die beiden Sorten. Sam's Sweet Secret und Marilyn's Pink Punch. Und wir werden wahrscheinlich als erstes mit dem Pinken anfangen. Und werden euch dann gleich geschmacklich berichten, was wir denken, was es ist und wie es halt am Ende geschmeckt hat. So, das Prozedere kennt ihr ja schon. Man stellt den Becher hier drunter, der erkennt das dann und dann werden hier die Sorten freigeschaltet. Und jetzt fällt auf, jetzt gibt es hier extra diesen Moviepark-Button, der war vorher nicht hier. Das kann man in dem vorigen Video sehen, wo ich halt über den Becher berichtet habe. Und jetzt kann man hier drauf gehen und dann sieht man halt die beiden Sorten, die wir gerade schon gesehen haben. Wir nehmen jetzt erstmal das Pinke, wählen das aus und dann kommt auch was Pinkes raus. Ups, das war ein bisschen zu viel. Irgendwie weiß ich nicht. Ich habe diese Becher oder von Rolantica zum Beispiel kenne ich das, hört das Ding automatisch auf. Hier irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum, ob das eine Einstellungssache ist oder nicht. Wie in Rolantica hat das dann selber von sich aus aufgehört, voll zu laufen, wenn halt ein halber Liter drin ist. Aber hier scheinbar kann man so viel reinmachen, wie man will. Jetzt ist es komplett gefüllt. Wir nehmen es runter, probieren jetzt und geben euch gleich ein Fazit. So. Und was sagst du? Erinnert mich an die Sorte von Rolantica, da gab es mit Ahoi Brause. Ja. Ist relativ süß, aber auch dieses Prickeln, was man von der Ahoi Brause kennt. Und mit Sprite war das gemischt, glaube ich, ne? Und das andere ist mit Cola gemischt. Ich werde es jetzt auch gleich probieren. Also was sagst du? Ist gut oder ist zu gut. Süß? Ja, ich dachte, das wäre jetzt zu süß, weil das halt von der Farbe her, aber gar nicht. Okay, und dann probieren wir gleich das nächste. So, wir stehen jetzt hier in der Westernstadt, direkt neben dem Highfall, der gerade hochfährt. Und der ein oder andere kennt diesen Eingang hier noch von früher. Hier war nämlich immer die Halloween-Show Shadows of the Darkness. Und die war mega geil, die Show. Wurde dann irgendwann nicht mehr vorgeführt. Das Studio 7, dieser blaue Block dahinter, hat jahrelang leer gestanden. Und wurde halt für St. Elmo mal als Queue-Line benutzt. Da konnte man halt wirklich noch sehen, dass der ganze Aufbau, die ganze Showbühne, alles noch da drin ist. Und jetzt, wie ihr sehen könnt, gibt es jetzt hier eine neue Show von Christian Fahler. Und ich bin mal gespannt, wie die ist. Der ein oder andere kennt ihn aus dem Phantasialand, aus dem Wintergarten. Da hat er nämlich früher rumgezaubert. Jetzt zaubert er im Moviepark rum unter dem Vorwand, Sherlock Holmes zu sein.
Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ein bisschen habe ich da schon von gesehen, vom Moviepark selber ausgepostet. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze aufgebaut wird. Man sieht auf jeden Fall auch, dass dieser Torbogen oder der Eingangsbogen neu gestrichen worden ist. Man hat ein neues Schild aufgehangen hier. Ja, einfach mal ein bisschen Farbe hier reingebracht, weil das war ja sonst immer eine sehr, sehr tote Ecke hier. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde nachher noch ein Fazit zu der Show geben. Filmen darf man da leider nichts von. Deswegen kann ich euch später nur ein bisschen davon erzählen. Und ja, wir werden jetzt erstmal Richtung Santa Monica Pier weitergehen. Also irgendwo dahinter jetzt. Und ja, da gibt es nämlich dann auch noch eine Show. Die gab es ja aber auch schon mal. Das war die Jetski-Show. Ist, glaube ich, letztes Jahr gab es, oder zu Corona-Zeiten, gab es die dann erstmal nicht mehr. Und ist jetzt auch wieder ins Leben gerufen worden. Und die gucken wir uns auch natürlich mal an. Weil ich glaube, die hat sich auch ein bisschen verändert. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. So, ja, wir stehen jetzt genau zwischen MP Express, Lucky Luke, The Ride, was auch immer, und Bandit. Und ja, hier gibt es auch ein neues Essensangebot. Hier gibt es eine neue, ja, ich sag mal Pommesbude. Man bekommt da halt Pommes, Hotdogs, Bratwurst und ja, ganz wichtig ist da einfach nur zu sagen, man kann da nicht mit Karte zahlen, ihr müsst da bar bezahlen. Ja, dadurch hat der Moviepark wahrscheinlich einfach nur versucht, den Hollywood-Snack und so zu entzerren, weil ja, beim Hollywood-Snack gibt es Pommes, beim Yellow Cup-Burger gibt es Pommes und ja, der ein oder andere, der hier öfters ist, weiß natürlich auch, dass das Essensangebot noch nicht sehr oder noch nicht so gut ist hier im Park. Und ja, die meisten essen dadurch wahrscheinlich dann Pommes, Bratwurst und so, weil das geht auch auf jeden Fall. Die schmecken auch, sind auch eigentlich immer frisch. Also ich habe bis jetzt noch keine schlechten Pommes gekriegt und Bratwurst war auch immer gut. Klar, ab und zu war sie dann doch mal kalt, nicht warm. Aber ja, dadurch haben die halt einfach wahrscheinlich jetzt einfach die zwei Hauptanlaufstellen ja, versucht zu entzerren. Und dann gibt es halt hier noch eine kleine Kreppesbude. Dieses Hexenhaus gab es, steht auch sonst immer zu Halloween auf der Main Street. Und ja, die anderen Fahrgeschäfte wie Sidekick und Crazy Surfer sind leider noch geschlossen, weil ja, macht wahrscheinlich erst wieder um 11 Uhr auf, wie immer. Also nicht alle Attraktionen, die hier stehen, sind auch direkt um 10 Uhr offen, warum auch immer. Ja. Wahrscheinlich Personalmangel oder es war eigentlich immer schon so, dass die manche Attraktionen erst um 11 Uhr aufmachen, was ich irgendwie nicht verstehen kann, weil ich sag mal, ich bezahle ab 10 Uhr und dann will ich auch ab 10 Uhr meine Sachen fahren. Und ja, Crazy Surfer scheint jetzt offen zu sein, also haben wir 11 Uhr und ja, auf diesem See, der daneben ist, wird dann später auch die Show sein. Die Jetski-Show ist, glaube ich, auch ein bisschen umthematisiert worden, also einfach die Storyline. Und ja, wer mein letztes Video gesehen hat, hier stand letztes Mal halt noch ein Bauzaun. Hier gibt es halt einen neuen ja, Kinderspielplatz. Nicht mehr dieses alte Holzschiff, was man gesehen hat mit dem Sand, sondern man hat jetzt hier so einen Gummiboden mit Rutschen und sowas gemacht. Und ja, in dem Bereich hat man so eine kleine Wasserecke. Ist natürlich bei so heißen Temperaturen immer sehr gut. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, weil ja, für die kleineren Kinder gab es ja sonst nicht so viel hier. Und der Spielplatz, der hier vorher war, war jetzt auch nicht so der beste. Und so hat der Moviepark auf jeden Fall wieder was Schönes hier gezaubert. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ja, vielleicht kriegt das Riesenrad ja dann irgendwann nochmal ein bisschen Farbe. Dann passt das halt hier so ein bisschen besser rein, weil hier alles neu, da so relativ alt und ja, gebraucht. Und sonst, wie gesagt, diese ganzen Hütten, die hier drum stehen, wurden auch nochmal gestrichen, damit es halt ein bisschen ja, ansprechender aussieht. Deswegen würde ich jetzt noch sagen, das Riesenrad könnte auch nochmal ein bisschen Farbe vertragen oder einfach mal sauber gemacht werden. Und dann sieht das hier auch alles wieder ein bisschen schöner aus. Und wie gesagt, auf dem See ist dann später die Jetski-Show, die wir uns dann auch angucken werden. So, ja, wir stehen jetzt direkt an der Refill-Station neben dem Highfall und haben uns jetzt Sam's Sweet Secret geholt und probier mal. Das ist auf jeden Fall auf Cola-Basis. Ja. Schmeckt süß in Richtung Kirsche. Aber ganz genau kann man es nicht definieren, was es ist. Okay. Dann probiere ich das auch gleich nochmal und dann gibt es auch später nochmal am Ende des Videos mein Fazit.
eigentlich wollten wir uns jetzt die Jetski-Show angucken, aber die wurde heute abgesagt, warum auch immer. Ja, erst hieß es ja, dann hieß es nein. Jetzt ist sie dann doch abgesagt. Wahrscheinlich irgendwelche technischen Probleme, dass man es halt nicht anfangen kann. Und ja, schade, hätte ich jetzt gerne gesehen. War auch eine coole Abkühlung wäre das gewesen, weil man wird auch schon ein bisschen nass dann. Aber ja, sollte wohl nicht sein. Aber wir haben ja eine Jahreskarte, wir schauen uns das dann halt beim nächsten Mal an. Und ja, daraufhin gehen wir dann jetzt halt erstmal direkt zu der anderen Show, die Sherlock Holmes Show, wo wir vorhin vorgestanden haben. Und wie gesagt, ich hoffe, dass halt hier dann auch nochmal die Jetski-Show stattfindet, dass wir uns die auch anschauen können. Nun gut, jetzt schauen wir uns halt erstmal die Zaubershow an. So, ja, wir haben uns gerade die neue Show angeguckt, Sherlock Holmes mit Christian Fahler. Und ja, was soll ich sagen, es hat mir mega gut gefallen. Und ja, der ein oder andere kennt ihn ja halt schon aus dem Phantasialand, da war er ja früher immer im Wintergarten. Und ja, jetzt ist er hier im Moviepark Germany und mit der Show Sherlock Holmes passt es auch super zur Bühne. Der ein oder andere kennt die Bühne ja noch von früher, ist halt London aufgebaut, deswegen halt auch Sherlock Holmes. Und ja, das Publikum hat super mitgemacht, coole Effekte mit dabei. Die ein oder andere, der ein oder andere Trick, den kennt man ja schon von anderen Zaubershows, auch da weiß man halt, wie das funktioniert. Trotzdem ist es eine schöne Illusion und ja, erweitert auf jeden Fall das Show-Portfolio vom Moviepark. Und ich hoffe, der Moviepark kann das halt auch ja, beibehalten. Nicht, dass das Studio halt schon wieder 7 Jahre oder so leer steht. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und wird auf jeden Fall auch hier von den ganzen ja, Parkbesuchern gut angenommen. Jetzt habe ich schon wieder genug geredet. Mir hat es dir gefallen. Sehr, sehr schöne Show. Vor allem mal was anderes als immer nur Action. Und ja, finde ich super. Ja. Da haben wir jetzt auch nichts weiter einzuwenden. Wie gesagt, die Show läuft zweimal. Jetzt um 13.30 Uhr war die. Die haben wir uns jetzt angeguckt. Dann ist sie nochmal um 16 Uhr. Und ja, den Eingang kann man halt auch nicht übersehen. Den habe ich ja vorhin schon mal gezeigt. Hier geht es dann rein. Und da hat man dann halt auch nochmal die Showzeiten. Ich weiß nicht, ob wir uns die nachher nochmal anschauen werden. Aber wie gesagt, Daumen nach oben dafür, dass der Moviepark hier eine neue Show geschaffen hat. In Zusammenarbeit halt mit Christian Fahler. Und ja. Ich hoffe einfach, dass die Show hier im Park bleibt, weil ist ja auch nur, glaube ich, eine begrenzte Zeit, so bis August wurde das ja angekündigt. Ich hoffe, dass es halt ja, weitergeht oder vielleicht wird die Show dann auch ja, umgebaut für Halloween. Man weiß es nicht, was sich der Moviepark da eingefallen lassen hat, aber ich bin auf jeden Fall positiv überrascht und ja, jetzt, wie gesagt, habe ich auch schon 2 Minuten wieder geredet. Wir gehen jetzt erstmal wieder Richtung Main Street und ja, melden uns dann später wieder. Wir testen jetzt mal hier die Pommes Spezial hier an diesem Stand, der jetzt hier vor kurzem aufgemacht hat, neben Bandit direkt. Wir haben jetzt 5 Euro dafür bezahlt. Wichtig ist, man kann hier nur bar bezahlen und es gilt halt auch nicht der ja, Saisonpass-Rabatt, wenn man einen Saisonpass hat. Dennoch schmecken die Pommes sehr gut und die werden wir jetzt genießen. Und dann ja, gucken wir mal, ob wir noch die Stuntshow mitnehmen oder ob wir einfach so ein bisschen durch den Park laufen.
Und damit endet auch hier das Video heute aus dem Moviepark Germany. Und ja, ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen, was sich jetzt halt zu unserem letzten Besuch verändert hat. Mir hat die neue Show persönlich sehr gut gefallen. Ich hoffe, das kann der Moviepark auch beibehalten. Und ja, schade, dass die Jetski-Show nicht stattgefunden hat. Werde ich mir dann beim nächsten Mal anschauen. Und ja, bis dahin, lächeln und winken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.